Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schlemmergemein-Video. Heute wird nichts gekocht, abgesehen von einem kleinen Tee, den ich mir nebenbei mache. Denn dieses Video ist etwas anderes. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Vielleicht ist auch nicht die ganzen Autos raus, die jetzt hier da und durchfahren, denn das muss jetzt irgendwie alles am Stück gehen. Denn, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, der Kanal hat es jetzt geschafft, über die 1000 Abonnenten zu kommen. Erstmal vielen Dank dafür, dass so viele sich für das historische Kochen interessieren. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut, diesen Meilenstein sozusagen erreicht zu haben. Und ja, von daher bin ich froh, dass wir hier zusammen noch viele spannende Rezepte aus der Geschichte entdecken können. Und wo wir gerade einmal dabei sind, denn es gab öfters schon mal so die Nachfrage, woher stammen eigentlich die ganzen Rezepte? Und wie ihr es hier vielleicht schon sehen könnt, oder befürchtet, es könnte trocken werden, aber ich versuche es mal so untrocken wie möglich zu machen. Denn das meiste sind natürlich Bücher. Ja, wirklich Bücher über Bücher über Bücher. Die meisten im englischsprachigen Raum zu finden. Bei manchen bin ich sehr froh, dass es ins Englische übersetzt wurde, denn sie kommen teils aus dem arabischen Raum, aus dem chinesischen Raum und so weiter, was ich hier mittlerweile angesammelt habe. Und das ist wirklich nur eine kleine Sammlung, die ich jetzt so mal mit in meinen Garten transportiert habe. Denn daheim habe ich natürlich noch jede Menge weitere Bücher. Also mit den paar ist es hier nicht getan. Es wird sich so ein bisschen aufgliedern, dieses Video, einerseits in die Buchsachen. Ich werde auch einige Empfehlungen geben können. Und ich werde mal schauen, was online davon verfügbar ist und euch das unten sozusagen verlinken. Und ja, fangen wir einfach mal an. Aber erstmal ein Tee, damit die Stimme schön geölt bleibt. Ich habe jetzt hier einen Fichtennadel- und Brombeertee gemacht. Sozusagen das Einfachste, was jetzt hier in meinem Garten verfügbar ist. Fichten habe ich überall hier stehen. Und Brombeeren, da habe ich noch ein paar, ja, ich sag mal, nicht ganz reife Früchtchen gefunden, die noch am Strauch hingen, die es nicht mehr in die Reife geschafft haben. Aber naja, für einen Tee reicht's. Fangen wir an mit einem Buch, was ich auf dem Flohmarkt erstehen konnte. Da war ich auch relativ froh. Das war noch relativ an den Anfangszeiten auch. Hieraus habe ich allerdings auch noch nichts gekocht. Also ich habe immer spannendere Geschichten aus noch älteren Zeiten. Weil dieses Buch ist von 1896, praktisches Kochbuch der Harriet Davidis. Und ja, also hier muss ich echt noch mal ein bisschen trauen. Ich sehe gerade, spiegelt so ein bisschen. Also dieses Buch, das ist durchaus auch ja, verfügbar. Hier habe ich jetzt wirklich noch eins, was halt ein älteres Original ist. Und ja, ich muss sagen, ich habe es einfach damals mal mitgenommen, weil ich dachte mir, irgendwie musst du hier anfangen. Ich hatte damals nur so ein paar römische Rezepte von Apicius und so ein paar interpretierte keltische Rezepte und so weiter. Also das war wirklich noch von den ganzen Anfängen. Ja, ich habe wirklich klein angefangen. Und dieser Stapel, oder mein Stapel auch daheim, das ist gewachsen. Ich habe dann irgendwann festgestellt, es gibt viele Bücher, die im Angebot sind. Zum Beispiel, ich blende die jetzt mal hier nebenbei ein. So ein paar Beispiele, die es gibt. Das sind aber wirklich schlechte Beispiele. Also wirklich extrem schlechte Beispiele, was das Kochen angeht. Eins davon habe ich, das andere, ich würde es eigentlich schon mitbringen und... naja, aber es hätte jetzt nichts gebracht, aber ich dachte, ich bringe lieber was Nützlicheres mit, als von diesen Exemplaren. Na, zum Beispiel dieses hier, das ist Katastrophe. Na, also wenn ihr euch fürs historische Kochen interessiert, das auf keinen Fall. Denn dieses Buch, das ist voll von Büchern, beziehungsweise sie haben einige Rezepte, haben die sogar in exemplarisch mit in die Beschreibung reingenommen, da sind Sachen wie Tomaten drin, da sind Zucchini drin, da sind alles mögliche, also Cayenne-Pfeffer ist drin, da ist, was haben wir,
Wustersoße ist auch mit drin. Ne? Ein 19. Jahrhundert, ich bitte euch. Also, wer dieses Buch geschrieben hat, keine Ahnung, der wollte nur verkaufen mit dem Wort mittelalterlich, weil was da drin ist, ist kein Ding mittelalterlich. Ne? Was zum Beispiel besser ist, sind zum Beispiel sowas hier. Ist jetzt auch so eine modernere Zusammenstellung, sage ich mal. Aber hier hat man sich wirklich so mal ein bisschen auch Gedanken gemacht. Ne? Wenn wir jetzt hier reingucken, sauer eingelegtes Gemüse. Ne? Da sehe ich jetzt hier, ich gucke mal hier durch, Safranfäden, Weißweinessig. Ist alles, was es damals gab. Hier sogar Üsop mit drin, als Gewürze. Würdest du in der anderen Buch nie finden. Und das Schöne ist, hier sind auch ab und zu noch mal ein paar Quellenangaben mit dabei. Und das macht es eigentlich immer wertvoll, solche Bücher. Ne? Wenn solche Bücher dann auch wirklich Quellenangaben haben, wo man wirklich mal ein bisschen, nachvollziehen kann, wo es denn eigentlich herkommt. Weil die meisten Bücher, die Rezepte, kommen am Ende von sowas. Ne? Und klar, es ist vielleicht nicht alles wirklich 100% Mittelalter, weil Mittelalter ist manchmal sehr, sehr weit gegriffen und ihr merkt ja gerade, was hier unten so los ist. Ne? Also sprich, damit habe ich bei jedem Video zu kämpfen, mit dieser Geräuschkulisse. Deswegen hoffe ich, dass ich auch bald eine bessere Lösung dafür finde, was den Ton angeht. Denn jedes Mal muss ich hier schneiden. Ne? Sozusagen, jetzt habt ihr auch mal so einen Einblick, wie es hinter den Kulissen abgeht. Wie tierisch ich genervt von irgendwelchen Autofahrern bin oder LKW-Fahrern oder Traktoren oder sonst irgendwas, was hier dran vorbeifährt. Oder wenn davon nichts vorbeifährt, dann fliegt ein Hubschrauber über mich drüber. Alles schon gehabt. Im letzten Video habt ihr es ja gehabt, die Hunde, die sich da unten im Ort gestritten haben, es war grausam. das sind halt wirklich so Sachen, wo ich sage, Alter, muss es sein. Und vor allem immer, wenn ich die Kamera und das Mikrofon einschalte, dann kommen sie. So. Kommen wir dann auch mal wieder zu noch mal ein paar, ich sag mal, älteren Sachen, älteren Geschichten hier, aber moderneren Sachen. Ne? Das hier ist, ich glaube, 19. Jahrhundert, 18. 19. Jahrhundert, müsste 19. sein. Da muss ich selbst noch mal reingucken. Ich habe jetzt nicht alle Bücher jetzt hundertprozentig selbst im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Und hier aus dem habe ich auch noch nichts. Das ist wirklich eins, was noch auf Lager liegt, sage ich mal. Eine alte schlesische Rezepte. Hier ist es natürlich praktisch, alles deutsch. Aber ich sag mal, hier sind noch viele Sachen drin, die man so ein bisschen von der Oma kennt oder so, ne, in der Richtung. Klar, die Oma muss jetzt nicht aus Schlesien kommen, aber viele Sachen, die man halt so einfach ein bisschen kennt. Ne, das sind halt wirklich Sachen, die noch nicht lange zurückliegen. Also, ich habe schon mal durchgeguckt, es sind auch ein paar schöne Sachen drin, die so nicht mehr geläufig sind. Also von daher, hier wird es natürlich auch noch irgendwann was draus geben. Aber bisher habe ich es noch nicht gemacht. Aber ihr wisst ja, jede Woche kommt ein Video und ich versuche mich natürlich auch gerne in richtig alte Geschichten reinzustürzen. Und oft ist es halt auch so, ich kann natürlich nicht 100% authentisch sein, weil das Einzige, was ich authentisch drauf habe, ist eine Germanendarstellung. Ne, deswegen Schlemmer Germane war für mich naheliegend. Aber da ist der Knackpunkt. Es gibt relativ wenig germanische Rezepte. Eigentlich gar nichts oder fast gar nichts. Das Einzige, was ich da habe, sind archäologische Funde, aber da bin ich auch dabei, schon länger ein bisschen was aufzubereiten, um eventuell noch mal ein paar neue Ansätze zu finden, was man eventuell in germanischer Richtung nachmachen könnte. Die nächste Sache der Authentik, ich habe nicht mehr die Zutaten von damals. Vieles, gerade was Gemüse angeht, sind Umzüchtungen, Weiterzüchtungen. Und ich kann überwiegend nur auf die heutigen Sachen zugreifen, weil an Rückzüchtungen ranzukommen ist verdammt schwierig, an Wildformen auch zum Teil sehr schwierig. Das Equipment für natürlich die entsprechende Zeit könnte man sich besorgen, aber das geht ins Geld. Also wenn ich jetzt mir überlege, wie viele Epochen ich bisher schon gemacht habe und wie viele Epochen ich eventuell noch machen werde, das sind Tausende von Euro, wenn ich jetzt wirklich darauf achte, dass ich für jede Epoche das richtige Zeug verwende, ist für mich nicht stemmbar. Na, absolut nicht. Ich muss hier eine Grundausstattung nehmen und da hoffe ich natürlich dann auch ein bisschen auf Nachsicht, dass ich dann doch mal etwas in einer moderneren Pfanne mache, in einem Eisenkessel und so weiter. Normalerweise bräuchte ich für meine Feuerstelle, für die mittelalterliche Zeit oder davor,
sehr viele Tontöpfe. Ich habe bisher einen Topf, den ich ins Feuer stellen kann, der sozusagen einer älteren Fundlage entspricht. Ein Kugeltopf, aber ja, den habe ich bisher auch noch nicht eingeweiht. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, weil, ja, na, man kennt es ja, man macht etwas zum ersten Mal und es geht gleich schief. Aber ich persönlich hätte echt, ja, also ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich in Zukunft natürlich auch noch mehrere ja, Töpfe fürs Feuer finden kann. Und demzufolge, ja, aber das wird, wie gesagt, das dauert, das braucht Geld, das braucht alles und Zeit. Und ich muss die richtigen Töpfer finden, die das herstellen können, weil die meisten, die können es nicht herstellen. Die machen andere Sachen. Und ja, da muss ich halt noch ein bisschen, wenn ich wieder auf Mittelaltermärkten unterwegs bin, auf historischen Veranstaltungen, da kommen zum Glück nächstes Jahr ein paar und da muss ich mal wieder so ein bisschen auf ja, Kontakt fangen gehen, dass ich da halt auch die entsprechenden Kontakte ranhole. Denn für mich persönlich, ne, ich meine, ich habe hier eigentlich ein wunderbares Glutbett. Wenn ich jetzt die Töpfe habe, kann ich mir das hier alles nochmal richtig umbauen, gerade machen, sodass die Töpfe daneben Platz haben und mit einem Feuer arbeiten, um größere Kompositionen auch zu machen und zu kreieren, auf mittelalterliche Weise. Aber dazu brauche ich ja natürlich erstmal die Töpfe. Auch die Römer zum Beispiel haben auch überwiegend in Tontöpfen gekocht. Also das kenne ich von vielen Imbiss-Fundlagen. Wir haben aus Pompeji zum Beispiel, gibt es noch wunderbare. Oder auch, da gibt's, wird auch sehr oft auf Märkten eingesetzt, beziehungsweise auf Veranstaltungen von römischen Darstellungen und auch von germanischen Darstellungen habe ich so oft gesehen. Das ist so ein, ich blende einfach mal ein Bild ein, ne? So sieht das Ding aus. Und das sind diese kreisrunden Einsätze. Und da passen auch genau diese Töpfe rein. Allerdings die Töpfe habe ich, glaube ich, noch nie bei einem gesehen. Also ist ganz, ganz witzig. Die findet man irgendwie selten. Und selten, die hätte ich dann irgendwann auch wirklich gerne für meine Zeitendarstellung, weil ich finde es einfach geil, so dann auch zu kochen. Ja, und jetzt kommt etwas, weil das, was ich gerade hatte, waren die Deutschen. Die Bücher hier, ne? Unten die Papiere mal nicht beachten. Die Bücher ist alles das Englische. Hier zum Beispiel haben wir ein Gesamtwerk einer Familie, auch über mehrere Jahre hinweg gesammelt. Und das zum Beispiel ist ein wirklich fantastisches Buch. Hier habe ich allerdings auch bisher noch nichts machen können, aber kommt auf jeden Fall. Was hier bemerkenswert ist, so, ich versuche das mal ein bisschen ranzuzoomen, ich hoffe die Qualität traut hin. Wir haben oben jeweils immer so die Originalauflistung, also so wie es wirklich von den Leuten damals geschrieben wurde. Wir haben auch hier eine Mengenangabe, das ist sehr gut. Darauf komme ich auf jeden Fall bei den älteren Werken noch. Und ja, solche Bücher sind eigentlich für mich Gold wert, weil hier habe ich wirklich Einblicke sehr oft ins 18. Jahrhundert. Teilweise auch ins Jahr 9. Also, wollte ich auch so Mod werden? Teilweise auch zum 19. Jahrhundert. Und das ist wirklich so die Großphase gewesen, wo viele Leute angefangen haben, ihre Rezepte aufzuschreiben. Es gibt natürlich noch ältere Formen an Rezeptsammlungen, aber da erlebt man wirklich so einen Boom an Kochbüchern, ne, oder Rezeptsammlungen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und gut, dass wirklich davon noch einige erhalten sind. Ich habe aber auch ein bisschen was Exotischeres, und zwar solche Sachen hier. Ein syrisches Kochbuch aus dem Mittelalter. Zum Glück in Englisch übersetzt, da bin ich sehr froh drüber. Habe ich allerdings bisher auch noch nichts draus gemacht. Ich bin aber dabei, wirklich mir das alles mal durchzuarbeiten, ja, sodass ich hier auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was machen kann, weil orientalische Richtung finde ich auch sehr, sehr spannend, weil die Sachen meistens noch mal ganz anders sind als die europäischen Sachen zum Mittelalter. Und einfach mal so diesen Vergleich auch zu ziehen. Ne? Was war im Mittelalter bei uns gängig, was war da? Also bei uns ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ne? Wir haben verschiedene Bereiche. Es wurde ja nicht überall gleich gekocht. Da kommen wir nämlich auch zum nächsten. Es geht jetzt Knallerfall. Und zwar, das hier sind keine Originalkochbücher, das sind zusammengestellte aus Italien. Die gibt es einmal in Italienisch und Englisch.
Und zum Beispiel hier sehr viele antike Sachen mit dabei, viel von Apicus, von Cato und ja, das ist halt wirklich eine sehr, sehr gute Sammlung. Die achten da wirklich gut drauf, dass halt die, ich sag mal, die Sachen authentisch wiedergegeben werden. Und vor allem machen sie auch Geschmackstests. Also die, sprich, die stellen hier schon so ein bisschen auch die Sachen zusammen. Wir haben jetzt hier alles in Schriftform. Na, also hier muss man, hier darf man jetzt nicht so wie im heutigen Kochbuch erwarten, dass da die Bilder drin sind und sonst was. Hier ist wirklich rein Schrift. Und das Problem bei antiken Sachen ist, es gibt Auflistungen von, ja, von den Zutaten, die reinkommen, aber keinerlei Mengenangaben. Ja. Wenn du Glück hast, nimm eine gute Handvoll davon, zum Beispiel. Ja. Dann hast du ungefähr eine Angabe, was da reinkommt in das Rezept. Aber so eine richtige Mengenangabe, wie man sie heute eigentlich gewohnt ist, ist verdammt schwierig. Das heißt natürlich, das Nachkochen ist auch extrem schwierig. Demzufolge, viele meiner Rezepte sind, wie ihr es ja vielleicht schon in den Videos gesehen habt, Versuche, Experimente. Ja. Ich muss mich wirklich versuchen, daran ranzutasten, wie eventuell gekocht werden konnte. Und natürlich nehme ich auch ein bisschen so modernere Rezepte mit in, ja, so in Augenschein. Zum Beispiel was Kräutermengen angeht, was die Menge an Körnern im Brei zum Beispiel angeht oder was auch immer. Denn ich brauche ja irgendwo Anhaltspunkte. Und ich muss natürlich gucken, okay, es muss auf eine gewisse Weise funktionieren, aber das erstmal rauszukriegen, ist erstmal schon mal eine ganz große Herausforderung. Vor allem, wie gesagt, wenn man es nur auf Schriftbasis hat. Da sind die moderneren Sachen vom 18. Jahrhundert wirklich eine Augenweide, eine Freude, denn da hat man wirklich mal eine Angabe, ne? Wie viel von etwas und so weiter. Aber ich finde es trotzdem spannend, halt die römischen Sachen auch nachzumachen, weil es ist einfach 2000 Jahre alt zum Teil und ja, so kocht heute kaum einer. Ne? Alles, selbst wenn du nach Italien gehst, du wirst nichts finden, was so in etwa noch gemacht wird. Alles, es hat sich verändert. Ne? Kochkunst verändert sich und manchmal bin ich ja erstaunt, dass modernere Sachen und ältere Sachen sich teilweise ähneln. Aber es gibt auch Kompositionen, die wiederkommen. Zum Beispiel die Datteln, ne? Die gibt es ja mittlerweile sogar wieder zu kaufen mit Nuss- und Mandelfüllung. Die gekauften sind bei weitem nicht so geil wie die römischen, aber ja. Bevor ich jetzt zum zweiten komme, genau, das ist noch ein bisschen näher, komme ich jetzt mal zu diesen kleinen Teilen. Denn hier bleibe ich jetzt nochmal in der Antike, und das ist falsch rum, so, das ist auch falsch rum, so. Denn diese Reklambücher hier sind für mich eine wertvolle Quelle, eine richtig, richtig, richtig wertvolle Quelle. Ovid zum Beispiel, Feste der Römer, hier sind sogar Rezepte drin verborgen. Und das finde ich geil, es ist leider nur ein Halbjahr erhalten geblieben aus der Geschichte. Aber schön, dass es das gibt. Ne? Und hier habe ich die lateinischen Sachen daneben und die deutschen Sachen, die übersetzt wurden. Passt, perfekt. Cato. Cato, sehr wichtig für historisches Kochen. Er hat hier sozusagen ein Handbuch geschrieben für Landwirtschaft. Und ja. Hier findest du alles drin, wie du dein Landarbeiter, deinen Sklaven ausstattest, wie viel Kleidung du denen gibst, wie viel Essen und so weiter. Aber es sind auch Rezepte drin. Cato war ein sehr, sehr sparsamer, also wird ihm zumindest nachgesagt. Und wenn ich diese Rezepte mir anschaue, stimmt das auch. Also kann man wirklich getrost von ausgehen. Und hier zum Beispiel, ich einfach nochmal hier einen Kugelkuchen mache so. Na, das ist übrigens genauso diese Redewendung, die auch bei Apicus immer mal wieder so zu finden ist. Wie ein Schneckenkuchen. Gut, jetzt habe ich vorher irgendwo noch Schneckenkuchen und sowas.
dass herbere Weine mild werden. Also hier hast du wirklich verschiedene Tipps auch drin. Dass du tagsüber die Hunde eingesperrt hältst. Also es ist wirklich ein Werk der Zeit. Ja? Und es ist manchmal wirklich erstaunlich. Also ich lese es unheimlich gerne in solchen Büchern oder solchen Schriften, weil sie einfach auch so einen Einblick in die damalige Zeit geben. Ne? Vor allem, wenn es halt wirklich jetzt um, hier ist viel mit Anbau drin, ne? Also wie die Leute damals angebaut haben. Es ist ein richtig geniales Werk. Und deswegen liebe ich das Werk von Cato so sehr. Das ist einfach herrlich. Hier habe ich jetzt noch was über Heilkunde. Jetzt eher so aus dem griechisch-römischen Bereich. Sind auch manchmal ein paar Sachen mit drin, die eventuell noch irgendwann relevant für uns werden können. So, das habe ich mir ja aufgespart, das ist auch von den Italienern. Hier bin ich jetzt schon wieder im 15. Jahrhundert, aber im italienischen 15. Jahrhundert, also sprich Renaissance bei denen. Also Renaissance ist regional natürlich unterschiedlich, ne? Das ist ja ist ja gewandert. Also sprich, es wurde kein Hebel umgelegt und in ganz Europa war mit einmal die Renaissance. Im 15. Jahrhundert waren Italien schon die Renaissance im vollen Gange. Und dieses Buch hier, da habe ich auch schon einige Rezepte von gemacht. Die sind halt sozusagen italienische Renaissance. Ansonsten wird es ein bisschen kühl, deswegen werde ich mal Pulli runter machen. So. Schön, dass es hier so eine Zusammenfassung gibt, beziehungsweise das hier ist wirklich auch von einem italienischen Kochbuch übernommen. Ja. Und ja, natürlich auch in Englisch, weil Italienisch liegt mir jetzt echt nicht so. Ja, hier ist aber auch wieder, na, mit den Mengenangaben ist es noch nicht so cool. Also sprich, hier muss man sich auch wirklich rantasten. Ihr habt es ja vielleicht bei den Renaissance-Spießen, ja, gesehen. Da musste ich halt wirklich auch testen, wie das am besten geht. Und ja, ich finde trotzdem, es sind gut gelungen, waren sehr, sehr lecker. Und das zum Beispiel stammt aus diesem Buch. Auf einen Tee, damit man auch innen drin warm bleibt. Herrlich. So, bevor ich jetzt damit anfange. Manchmal habe ich, also das habe ich durch Zufall gesehen und ich wusste, es wurde herausgegeben von National Trust, da kann man nichts falsch machen. Hier habe ich jetzt 75 historische Rezepte, die von National Trust zusammengestellt wurden. National Trust ist ein englischer Verein, also beziehungsweise eine englische Vereinigung, die auch sehr viele Burgen zum Beispiel betreiben in England. Und da wusste ich, okay, hier kriege ich Stoff, der wirklich auch authentisch ist und gut überliefert. Und ja, ist auch wirklich gut und übersichtlich gestaltet. Ja, wir haben hier mehrere Rezepte, wir haben gute Mengenangaben, das ist immer sehr schön. Mengenangaben sind so herrlich. Und hier wurden sie sozusagen auch umgesetzt, also sprich, da hat sich jemand hingesetzt, hat sich Gedanken gemacht, hat gekocht und ausprobiert, wie was passiert. Natürlich auch im Aspekt der Moderne. Also sprich, man guckt natürlich auch, dass Menschen von heute sich das nachmachen können. Ne? Aber mit den Zutaten, die authentisch auch damals verwendet werden konnten. Also von daher, National Trust werde ich auch mal mit unten verlinken. Zu den Verlinkungen, es sind Affiliate-Links, also das heißt, ich kriege natürlich eine kleine Provision von Amazon darüber. Falls ihr darüber was bestellt über diese Links, ne, ihr unterstützt mich, ihr habt keinen Nachteil davon. Einfach nur, damit es transparent bleibt, wollte ich das erwähnt haben. So, aber wie gesagt, National Toast, das müsste bei Amazon auch verfügbar sein. Ich gucke nochmal nach und werde es dementsprechend auch verlinken. Na, aber wirklich ein wunderbares Buch. Und ist natürlich auch überwiegend jetzt gut in England haben wir im Mittelalter, haben wir sehr gute Rezeptsammlungen. Wir haben bis in die frühe Neuzeit oder in die komplette Neuzeit hinein gute Rezeptsammlungen. Von daher, so ein Buch zusammenzustellen mit 75 Rezepten dürfte für National Trust nicht schwer gewesen sein. Aber schön, dass es gemacht hat. Freut mich.
So, dann muss ich das schon wieder ein bisschen runter, weil jetzt geht es noch mal eine andere Geschichte. Ein Wälzer. Aber ich bin froh, dass ich diesen Wälzer habe. Und zwar A Soup of the Quan. Was ist das? Es ist ein chinesisches Kochbuch. Ja. Gut, chinesisch, mongolisch, kann man sich streiten. Alles zum Glück in Englisch, aber naja, man hat noch ein paar Abbildungen. Warte, ich blende es mal so. Also, ich bewege es mal so, dann seht ihr das, was ich meine. Wir haben hier noch die original chinesischen Sachen drin. Ja. Und ja, du hast halt sozusagen die Kürze hier drin. Also sehr, sehr transparent gestaltet. Ne? Du hast hier die Abkürzung drin, die Bezeichnung. Und hier hast du auch überall daneben, ne, diese Buchstaben. Also meistens hier wie zum Beispiel 12b. Da kann ich gucken, wo ist 12b und finde das Rezept dazu. Also, warum sage ich chinesisch-mongolisch? 1330, also 14. Jahrhundert, die Mongolen waren damals ein sehr, sehr aufstrebendes Reich. Ihr kennt ja hier Genghis Khan und so weiter. Ne? Das hat sich ja noch ein paar Jahre hingezogen. Und irgendwann haben es die Mongolen auch geschafft, China einzunehmen. Beziehungsweise teilweise, überwiegend teilweise. Und ein riesiges mongolisches Reich. Und bis dann irgendwann auch die Mongolen sozusagen chinesische Kaiser stellten und so weiter. Und aus diesen Zeiten stammt dieses Werk. Sprich, wir haben mongolische Herrschaft in China mit Einflüssen aus beiden Kulturkreisen vereint in diesem Werk. Und das heißt, wir haben viele Rezepte hier drin, die noch wirklich auch ursprünglich mongolisch sind. Bisher habe ich aus diesen hier noch nichts gemacht, also das von letzter Woche. Song-Dynastie ist sogar älter. Ist älter als das, was hier drin steht. Aber das habe ich in anderen Sachen gefunden, beziehungsweise das habe ich über Online-Recherche gefunden. Hieraus habe ich bisher noch nichts gemacht, aber ich bin auf jeden Fall richtig heiß drauf, hieraus was nachzumachen. Gut, bei den Rezepten hier wiederum. Du hast natürlich nur wieder diese reine Schrift. Na, oder hier gibt 5 Früchte, gibt 5 Fleisch, gibt 5 Gemüse. Na, keine genauen Mengen. Na, wie viel ist 5 Fleisch? Also wie viel ist 5 Fleisch? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das heißt, hier muss ich mich auch wirklich extrem rantasten. Weil klar, die Leute damals, der Typ, der das hier verfasst hat, der wusste, wie es gemacht wird. Ich weiß es nicht. Das heißt, liegen leider halt fast 700 Jahre dazwischen. Das sehe ich gerade hier. Das ist nochmal richtig cool gemacht. Ne, mit den Originalaufzeichnungen mit den Tieren daneben. Geil. Einfach geil. Sowas liebe ich. Also wenn du wirklich auch diese Vergleiche drin hast zu den alten, wenn du die Originale drin hast. Ich kann es mir natürlich jetzt nicht übersetzen, weil die Sprache ist mir komplett ungeläufig. Aber es gibt garantiert welche, die diese alte Schrift, weil man muss also dazu sagen, Mandarin ist nicht gleich das von damals, diese alte Schrift, die auch das wirklich lesen können. Ne? Aber da muss man wirklich Experten finden. Von daher bin ich froh, dass es einer ins Englische übersetzt hat, weil ja, ich kann es mir einfach so, ne, aus den Rippen leiern, was da drin steht. Also wie gesagt, ich muss einfach nur entscheiden, was 5 Fleisch ist, was 5 Gemüse ist und was 5 was Früchte ist. Aber das kann man herausfinden. Langsam wird ganz schön frisch, muss ich sagen. So, und jetzt kommen wir langsam in die englische und amerikanische Schiene. Ja, American Cookery. Ein geniales Buch. Ich hatte ja, was habe ich denn daraus jetzt gemacht? Das letzte war das Fichtenbier. Das Fichtenbier, genau. Hier drinnen. Alles hier drinnen zu finden. Ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht auf Anhieb finden, aber irgendwo hier drinnen war es. Ja, also auch einfach. Ne? Hier Kuchen fängt zum Beispiel hier an. Vorher haben wir Cream. Pies, Foods, ne, Beans.
Es ist wirklich sehr, sehr schön und angenehm gestaltet. Ne? 1796. Genau 100 Jahre früher als das erste, was ich euch gezeigt habe. Ja, auf jeden Fall geil, dass es solche Bücher gibt. Es ist wirklich genial, dass es solche Bücher gibt. Denn es ist genauso wie dieses hier von Eliza Smith, ne? The Complete Housewife. Ein geniales, herrliches Buch. Sogar relativ, ne? Seht ihr es? So. Na, so richtig schön im Charme auch geschrieben, wie als ob so es so ein Abdruck von damals wäre. Ist es vielleicht auch sogar. Aber wirklich, hier sind Hammer-Rezepte drin. Guckt euch diese Fülle an Rezepten an. Das ist... ich liebe dieses Buch. Und American Cookery ist kein Deutsch schlechter. Kein Deutsch schlechter. Da sind halt wirklich auch Sachen drin, wo ich zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dieses Kochbuch zurückgehe, dann wie gesagt, das ist 100 Jahre später. Und hier drinnen, wenn ich jetzt hier was nachkoche, das kann man sich auf unseren guten heimischen Herd gut vorstellen. Das wird relativ ähnlich schmecken, sage ich mal. Gut. Weil, klar, unsere Kochkunst hat sich natürlich aus sowas entwickelt. Ne? Also sprich, unsere Kochkunst wurde weiterentwickelt. Und da drüben hat sich eine ganz, ganz andere Kochkunst entwickelt. Und die finde ich in solchen Büchern. Und das ist halt das Geile. Dass ich halt wirklich auch mal sehr extravagante Sachen finde. Zum Beispiel der Pilzketchup. Pilzketchup ist ein perfektes Beispiel. Den haben wir so hier nicht gehabt. Den gab es drüben in Amerika. Weil dort auch die chinesischen Einwanderer kamen. Dort gab es dann diese Bewegung. Tomaten und sowas, Mais, na? Kartoffeln, das ist alles etwas, was dort wesentlich früher konsumiert wurde als bei uns. Von daher, auch gerade so diese Rezepte, die von den Indigenen mit eingeflossen sind, ne? Weil die First Nation haben ja auch schon gekocht. Und die frühen Amerikaner haben viel davon übernommen. Die haben wirklich extrem, genau, andererseits, die hatten... Natürlich, die First Nation haben ja irgendwo auch die ganzen Grundnahrungsmittel wie Mais und sowas, alle schon da drüben kultiviert. Das heißt, über Tauschgeschäfte konnte man an gute Rezepte bzw. an gute Lebensmittel rankommen. Und die Tiere, die es da drüben gab, die Kräuter, die gewachsen sind, das konnten die alles von denen lernen. Und dadurch ist natürlich so ein Einfluss aus allen möglichen. Ne? Ich meine, die ganzen fremden Arbeiter, die Sklaven, die haben ja alle was mitgebracht. Die chinesischen Arbeiter haben was mitgebracht. Du hast halt wirklich, jedes Volk hat sein Süppchen gekocht und irgendwo ist es dann alles zusammengeflossen. Ne? Und deswegen ist auch heute USA noch ein Schmelztiegel an verschiedenen Einflüssen. Und du hast halt wirklich in allen möglichen Ecken und zig Varianten von irgendwelchen Food, was halt wirklich extrem, geil, also beziehungsweise es ist halt wirklich geil, dass es so vielfältig ist. Ne? Klar, hier ist da auch eine Dönerbude, hier ist auch ein Chinesen und sonst was. Aber ich glaube, dort ist es nochmal gewaltig extrem. Naja, aber ich war noch nicht in Amerika, ich kann es nur aus Berichten. Kommen wir nun zum zweiten Teil. Und zwar hat das jetzt hiermit zu tun. So, hier zum Beispiel. Eigentlich ursprünglich Englisch gewesen. Habe ich mir aber komplett übersetzt. Und zwar Cookbook von Martha Washington, der ersten First Lady der USA. Sozusagen die Frau von George Washington hat ein Buch gemacht. Und Leute, ich liebe dieses Buch. Es ist genial. Dieses Buch ist einfach Hammer. Wir haben klassische Rezepte. Was haben wir jetzt hier? Süßer Erdbeerkuchen, Ingwernüsse. Wackelpudding-Rolle, also es sind wirklich manchmal schöne Sachen mit dabei. Hier ist übrigens auch ein geiles Rezept, Pilzketchup drin, ne? Wer hätte es gedacht. Und wieder Truthahn, ne? Alles wunderbar. Aber was macht dieses Buch so besonders? Einerseits natürlich logischerweise viele Rezepte aus der Zeit von Washington. Also sozusagen wirklich noch ganz, ganz früh in der amerikanischen Geschichte haben wir dieses Werk. Ich habe schon gesehen, es gibt auch manchmal viele Einflüsse von den Original, also den First Nations.
Aber was gibt's hier auch? Das ist wirklich nicht nur ein Kochbuch. Wir haben hier weiter hinten drin, mal gucken, ob ich es auf die Schnelle finde. Hier Eis zum Beispiel, Eis, Süßigkeiten. Ne? Habe ich auch ein ganzes Kapitel über Eis und Süßigkeiten. Hammer. Schokolade, Limonade, wir sind hier gerade bei Getränken. Das weiß ich noch nicht so genau. Incredible Cooking. Aber es sind anscheinend sehr ausgefallene Rezepte. Und hier fängt es an. Kosmetik. Gut, klingt jetzt für mich vielleicht ein bisschen komisch, muss ich ehrlich zugeben, aber dann geht es weiter mit Verschiedenes. Und hier sind wirklich Sachen drin, ne? Zum Beispiel eine ausgezeichnete harte Seife, ne? Waschen oder zum Waschen von Wollsäcken, auch noch ein Rezept. Ein Kit für Öfen, das könnte ich vielleicht für meinen Ofen gebrauchen, muss ich mal echt, nicht schlecht. Oder Flecken auf Marmor, ne? Also hier sind auch Tipps drin, was man wie machen kann. Finde ich geil. Ich habe hier ein Rezept drin für Kölnisch Wasser. Werde ich definitiv auch mal machen. Also, da ist aber auch jetzt die Frage an euch. Habt ihr Interesse, dass ich auch mal sowas probiere? Weil deswegen interessiert mich dieses Buch so extrem. Dass ich halt auch wirklich irgendwas mache, was nicht nur zum Essen ist, sondern auch Non-Food-Sachen, wo ich halt wirklich mal gucke, was steht denn hier so drinne? Oder auch vielleicht in anderen Sachen. Was die Menschen wie früher gemacht haben. Seifen und sonst was. Sind ja auch irgendwo in gewisser Weise meistens irgendwelche Rezepte. Du nimmst etwas, um etwas besser zu machen. Also wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich tierisch interessieren. Und das würde ich halt wirklich gerne mal ausprobieren. Und wenn ihr es nicht sehen wollt, dann mache ich es für mich. Ganz einfach. Also wie gesagt, von Martha Washington, ich hätte die Frau gar nicht kennengelernt. Muss wirklich richtig cool gewesen sein. So, jetzt kommt etwas. Hier muss ich auch der Grünmondin mal ein bisschen Danke sagen, weil dieses Buch hätte ich wahrscheinlich nie auf dem Schirm gehabt. Lustige Geschichte. Dieses Buch gibt es auch bei Amazon. Ich kann spaßeshalber mal hier unten den Link reinhauen. Dann seht ihr, wie viel das kostet. Über 100 Euro. Weit über 100. Aber die modernere Variante von dem Buch, weil hier, das ist jetzt die ältere Variante. Und original komplett in Polnisch geschrieben. Und hier bezieht man sich auf alte slawische Küche. Ja. Und was ich jetzt hier zum Beispiel habe, also ich habe das Teil komplett aus Polnisch, aus dem Polnischen übersetzt, weil mich das einfach tierisch interessiert hat. Und hier sind sie wirklich hergegangen, genauso wie man es eigentlich mit germanischen Sachen machen muss, weil die Slawen selbst, die alten Slawen, also hier geht es wirklich um die richtig, richtig alten Slawen, haben nichts aufgeschrieben. Und das heißt, es ist verdammt schwierig, da jetzt irgendwas zu finden, wo man sagen kann, jo, das ist jetzt eine Schriftquelle, eine authentische Quelle von den Slawen. Gibt es nicht. Aber was es gibt, sind archäologische Funde. Wir haben zum Beispiel, also hier drin wird es auch sehr gut beschrieben in dem Vorwort. Sie haben halt viel bei Keramik zum Beispiel, ne? Was war in den Töpfen drin und so weiter. Die Rückstände wurden genauestens analysiert, weil oft eingetrocknetes zum Beispiel. Es gibt Opfergaben zum Beispiel, was man auch oft bei Bestattungen gemacht hat. Man hat sozusagen Lebensmittel in Töpfe gegeben, das zu den Toten dazugestellt. Und klar, das trocknet ein. Und die Überreste bleiben sozusagen an der Keramik erhalten, sodass wir das heute wirklich noch mit Laborbedingungen herausfinden können, was sind da für Substanzen mit dabei. Ganz, ganz spannende Geschichte. Wirklich, die Archäologie ist echt der Hammer, was das angeht. Und genauso wie zum Beispiel Verkohltes. Ne, wir haben verkohltes Getreide und sowas. Das kann man finden, das wurde auch oft im keltischen Raum zum Beispiel. Ne? Also wenn man wirklich in die Geschichte geht, wo nichts aufgeschrieben wurde, sind das extrem wertvolle Fragmente, wie Knochen zum Beispiel auch. Anhand der Knochen kann man zum Beispiel herleiten, dass bei den Germanen zum Beispiel relativ wenig Wild gegessen wurde, sondern überwiegend domestizierte Tiere. Was auch wieder sehr, sehr interessant ist. Wir wissen nicht warum, aber sie haben es gemacht. Und das
Und genauso baut sich dieses Buch hier auf. Es ist übrigens nur die Hälfte. Ich habe das in zwei Dinger, sonst hätten diese Klammern nicht erreicht. Genauso baut sich dieses Buch auf. Es sind schöne Sachen mit dabei. Ich freue mich auch hier irgendwann mal was draus zu machen. Ich habe es noch nicht lange. Aber auch mal in die Zeit zu gehen, weil umso unbekannter etwas ist, umso geiler finde ich es, das nachzumachen, ganz ehrlich. So, kommen wir jetzt mal zu einem dünnen Werk. Auch wieder komplett übersetzt für mich. Aber hier ist es wirklich, das ist elementar. Das ist wirklich für mich extrem wichtig. Extrem. The Form of Curry. Hat jetzt nichts mit dem Curry zu tun, was man heute so kennt, oder Curry. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Curry vielleicht. Oder Curry. Keine Ahnung. Das alte Englisch ist eh ein bisschen schwieriger. Ganz ehrlich, das habe ich auch bei diesem Übersetzen hier gemerkt. Es sind viele Sachen, die anders geschrieben werden als das heutige Englisch. Und das hat sich auch in der Übersetzung bemerkbar gemacht. Denn du hast dann ein Wort, da musste ich wirklich lange recherchieren, bis ich es dann übersetzt habe. Also allein um eine so eine Seite hinzukriegen, das hat gedauert. Aber hier habe ich jetzt ein Werk. Dieses ist für mich sehr wertvoll, weil es wirklich aus dem Spätmittelalter in England kommt. 1390, muss ich sich auf der Zunge zergehen lassen, 1390 wurde dieses Werk verfasst. Und das heißt, hier haben wir pure mittelalterliche Küche. Ja. Ich habe das Pendant habe ich ja hier auf Italienisch, ja, 15. Jahrhundert. Hier die englische Variante. Es gibt noch was Französisches, da bin ich noch dran, das ranzukriegen. Da gibt es noch was. Aber es ist manchmal schwierig, überhaupt erstmal ranzukommen. Gut, The Form of Curry ist wirklich extrem gut verbreitet. Ja, also das war wirklich relativ leicht, muss ich sagen. Aber es gibt noch andere Werke oder auch einfache Manuskripte, Handschriften, wo viele Rezepte mit dabei sind. Und ja, das alles so irgendwie zu übersetzen, das ja, wird noch eine schöne Herausforderung für mich werden, aber ich werde es garantiert noch ein paar Jahre hier machen. Aber erstmal rankommen. Rankommen ist immer das Schwierige, weil ich habe oft einfach nur die Manuskripte, da muss ich mich wahrscheinlich demnächst mal an Universitäten wenden, weil oft ist nur angegeben, bei welcher Universität die Originale liegen. Ja, aber schön, dass ich es habe. Und wie gesagt, The Form of Curry, ganz wichtig für mich. Ach ja, und hier haben wir nochmal einen dicken Wälzer, einen richtig dicken Wälzer. Wo ich aber auch richtig froh bin, dass ich ihn habe. Denn hier wird es nochmal richtig geil. Und zwar, oh, naja, das ist ja das Problem, wenn man es transportiert. Es knickt um und wird dreckig. Aber ein Kochbuch aus Transsilvanien aus dem 16. Jahrhundert. Schön, dass ich das gefunden habe. Ich bin stolz auf mich selbst. ja, das ist viel Arbeit, das erstmal herauszufinden. Und hier wirklich 800, also über 800 Rezepte. Aber ich muss mal so ein bisschen die Luft rauslassen. 800 Rezepte heißt jetzt nicht 800 eigenständige Rezepte, sondern viele Rezepte, viele Rezeptanwandlungen, die aufeinander aufbauen. Ja. Was ich hier drin sehr geil finde, finde ich das zufällig gerade jetzt hier. Eigentlich hat der Typ das oft geschrieben, aber wenn man es sucht, dann findet man es nicht. Gut, ich versuche mal, wie ich es hinkriege. Und zwar so sinnbildlich übersetzt heißt das, da steht zum Beispiel mitten im Rezept, bereite das Fleisch zu, wie ich es dir gesagt habe. Ja. das heißt, hier muss ich jetzt erstmal dann wieder sämtliche Seiten vorblättern, um zu gucken, wo hat er denn irgendwo eine Zubereitung von Fleisch zum Beispiel erwähnt, in dem Kontext. Weil er bezieht sich auf einen bestimmten Vorgang, den er irgendwann mal in diesem Werk beschrieben hat. Wenn er ihn beschrieben hat. Und den muss ich dann finden. Ist eine spannende Sache. Aber ich habe ja auch schon wirklich ein paar Sachen drin gefunden, die wirklich sehr, sehr geil sind. Und worauf ich mich dann auch wirklich freue, das mal nachzumachen. Weil hier habe ich bisher auch noch nichts nachgemacht. Aber ich sag mal, ja, Transsilvanien. Man hat man schon mal die Möglichkeit, irgendwas aus Transsilvanien nachzumachen. Aus dem 16. Jahrhundert. Ne?
Also von daher, ich bin sehr gespannt, wie die Rezepte hier sind, also wie sie am Ende schmecken werden, weil, wie gesagt, gelesen habe ich hier, wenn ich zum Beispiel bitterer Salat, Löwenzahnsalat, gut, den könnte ich mir früher mal machen. Ja, Kabeljau in saure Sahne. Genau. Ich kann aber auch nicht alles aus diesem Ding nachmachen, aus diesem Buch, denn hier gibt es einen riesen Drucks dabei. Es werden Rezepte, also es gibt unzählige Rezepte, keine Ahnung, lass es 50 Rezepte sein, die mit Beluga gemacht werden. Erstens, wenn ich es machen wollen würde, wo soll ich Beluga herkriegen? Zweitens, ich will nichts mit Beluga machen. Also, ich habe jetzt nicht vor, einen Wal zu schlachten, damit ich ein Rezept aus Transsilvanien nachmachen kann. Also, frag mich sowieso, meine Güte, Beluga, wie kommt Beluga nach Transsilvanien? Aber okay, die hatten anscheinend sehr gute Kontakte zum Meer. Das sind halt wirklich so Sachen, auch bei den Römern finde ich das sehr, sehr oft. Na, Flamingozunge, Elefantenfuß und sonstiges, ne? Also, das sind manchmal Sachen mit aufgeführt, wo wir heute gar nicht mehr dran denken würden, das zu essen. Da ist Taube wirklich noch harmlos, weil Taube kriegst du heute auch relativ schwierig. Ich habe zumindest noch nicht so nachgeforscht, wo ich Tauben herkriege. Also abgesehen von denen, die am Himmel fliegen. Aber ich möchte jetzt nicht auf die Taubenjagd gehen. So, manchmal habe ich sagen lassen, die heutigen Tauben sollen auch gar nicht so cool sein, irgendwie zum Essen. Hört ihr das da drüben? Ich muss mich irgendwann mal über die Hundehaltung beschweren. Es kann doch nicht sein, dass sie jedes Mal so rumbellen. Das klingt echt, als ob man irgendwie so kleine Fußhupen so im Käfig direkt nebeneinander haben, die sich überhaupt nicht riechen können, und die bellen sich die ganze Zeit an. So klingt das. Naja. Spannend, was man hier so erlebt. Ach, langsam wird es aber richtig frisch. Ich glaube, ich sollte mir noch einen Tee einschenken. Also von daher, da muss ich natürlich dann auch wirklich Abstriche machen, was das Nachkochen angeht. Viele Rezepte, wie gesagt, hiervon sind halt für mich nicht umsetzbar. Und ja, ist natürlich halt wirklich schwierig, ne? Also, wenn man dann solche Rezepte hat, man könnte sie natürlich irgendwie, man könnte sagen, okay, man nimmt vielleicht einen sehr, sehr fettigen Fisch, ja, als Ersatz für Beluga. Muss ich mir halt echt nochmal überlegen und vielleicht nochmal probieren, wie ich das am besten mache, wenn ich was davon mache. Weil, wie gesagt, es ist utopisch, Beluga-Fleisch zu verwenden. Und wie gesagt, selbst wenn es verfügbar wäre, wollen, würde ich es nicht machen. Ich habe selbst im mongolischen Restaurant, wo ich Hai-Filet gesehen habe, habe ich es auch nicht genommen, weil ich möchte kein Hai essen. Ne? Ich fühle mich immer noch schuldig, weil ich als Kind Schillerlocken gegessen habe, bis ich irgendwann herausgefunden habe, dass es Hai ist. Aber wie gesagt, da war ich wirklich noch klein. Aber es gibt halt wirklich Sachen, wo ich halt dann den einfach Abstand davon nehme. Ihr habt ja vielleicht auch gemerkt, ich habe bisher noch kein Kalbgericht gemacht, weil ja, Kalb mag ich nicht so oft konsumieren, ehrlich gesagt. Glaube ich es auch schon in meinem Leben gegessen, aber ich möchte es halt nicht allzu oft konsumieren. Und ich habe wirklich verdammt viele Kalbrezepte. Also, ihr werdet nicht glauben, wie viele Kalbrezepte ich habe. Allein hier bei Martha Washington, da ist sind wieder seitenweise Kalbrezepte drin. Ja, ist halt wirklich ein bisschen schwierig manchmal. Und genauso Rezepte von den First Nations. Da habe ich auch Kochbücher daheim, die sich wirklich versuchen, auf das Alte zu beziehen. Weil ich habe viele Rezepte. Also, ich habe ein Rezeptbuch zum Beispiel, das ist aber sehr modern. Da ist halt wirklich jemand rum, hat bei den First Nations sondern nachgefragt, was denn früher so gegessen wurde und so weiter. Ein paar Rezepte aus den Rippen geleiert. Aber da hast du halt wirklich diesen Einfluss von den Europäern schon extrem in diesen Rezepten drin. Da wird Salz und Pfeffer verwendet und so weiter, und Dosenware, Bohnen und so weiter. Also, da hat man wirklich einen Riesenteil an moderneren Sachen mit dabei. Und klar, ist es irgendwo spannend, weil es ist ja immer noch Geschichte, ne? Auch wenn es jetzt 18. bis 19. Jahrhundert ist, aber bei den First Nations, da interessiert mich wirklich diese Ursprünglichkeit, dieses pure Alter, ne? Was man damals halt so ja, eventuell gemacht hat. Aber da fängt es natürlich dann auch wieder an. Denn es gibt viele Sachen, die ist zum Beispiel amerikanische Wildpflanzen. Komme ich hier nicht ran. Keine Chance. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel
ja, allein an den Mais denke, ne? Den Mais, den wir heute bekommen, da muss ich wirklich Abstriche machen, weil ich muss halt leider auf den heutigen Mais verwenden, zurückgreifen, weil es einfach diesen Mais von damals nicht mehr so gibt, zumindest nicht hier. Und das sind ja alles wieder modernere Züchtungen und Weiterentwicklungen und so weiter. Und da liegen ja mittlerweile schon wieder ein paar hundert Jahre dazwischen. Also da muss ich halt wirklich nochmal Abstriche machen. Ich habe jetzt noch ein Buch, das hätte ich eigentlich auch mitbringen können, von den Cherokee. Auch so eine Rezeptsammlung, wo wirklich versucht wird, sich wirklich auf das ganz Alte zu konzentrieren. Und das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Da habe ich nochmal, da habe ich auch was vor. Succotash heißt das. Da gibt es auch zig verschiedene Varianten davon. Stehen aber auch viele mit drin. Und die möchte ich auf jeden Fall noch probieren. Mal gucken, wie ich die. Da muss ich wahrscheinlich auch einen reifen, süßen Mais nehmen, weil in einem Rezept zum Beispiel wird unreifer Mais erwähnt. Wo soll ich jetzt unreifen Mais hier kriegen? Außer wenn ich nehme Futtermais, der auf den Feldern steht. Ja. Das wäre übrigens auch nicht so 100% erlaubt, aber das wäre die einzige Bezugsquelle. Ja. Also, und das ist auch Futtermais, ist wieder anders als das, was die damals hatten. Von daher, das ist halt alles, naja, man muss halt irgendwo Abstriche machen. Es geht einfach nicht mehr 100% umzusetzen, was ich sehr schade finde auch. Aber da muss man halt wirklich einfach die Abstriche machen. Außerdem muss ich natürlich auch an euch denken. Ich kann mir das ja machen, wie ich möchte, ne? Aber ihr da draußen, ich stelle euch das ja vor. Das heißt, für euch muss es ja die Möglichkeit geben, das nachzumachen, ne? Also sprich, bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt ein ultra seltenes Gewürz irgendwo her bekomme, aus den dunkelsten Quellen, die ich finden kann, im Schwarzmarktgeschäft und so weiter, wo ihr aber nicht rankommt. Das würde nichts bringen. Also die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel habe, wir haben ja zum Beispiel Garum. Ne? Garum ist ja in vielen römischen Sachen mit dabei, aber ich muss dann natürlich auch irgendwo zeigen, wie man zum Beispiel Garum selbst herstellt, wie ihr das zum Beispiel selbst machen könnt. Oder halt das käufliche Erwerben, das ist auch noch eine Möglichkeit. Wie ich gesagt habe, die Fischsoße im Asiamarkt. Ja. Baut ja auch auf die Ursprünge des Ketchups, des Pilzketchups auf. Und demzufolge, das kann man halt gut als Garum-Ersatz verwenden. Na? Sodass ihr zum Beispiel einen Puls, zum Beispiel, den Legionärseintopf, den ich mal gemacht habe, den könnt ihr nachmachen mit dieser Soße aus dem Supermarkt. Wahrscheinlich müsstet ihr einen Ticken mehr nehmen. Oder gut, bei dem Puls reicht wahrscheinlich genau die Angabe, die ich da gemacht habe, weil bei mir war es zu übersalzen. Ich habe ein bisschen zu viel da genommen. Das sind halt so die Sachen, die dann schief gehen. Ne? Ich habe das Garum sozusagen selbst hergestellt vor Ort auf der Funkenburg und habe den auch gleich am nächsten Tag dann im Eintopf verwendet. Bei 500 Gramm Salz allerdings ist das Ding verdammt salzig. Wer hätte es gedacht? Und ja, demzufolge, da hätte ich ruhig bei meinem Garum die Hälfte nehmen können. Ja, aber ich denke mal, für das Gekaufte, da dürfte die Menge durchaus auch ausreichend sein. Damit man halt wirklich so diesen Geschmack drin hat. Weil dieser Puls war wirklich gut. Also mache ich mir auch immer noch sehr gerne. Das ist halt wirklich etwas, wo ich sage, das Ding kann man sich wirklich öfters reinpfeifen. Also so einen richtig schönen Puls warm gemacht und alles, und du kommst von der Arbeit heim, du isst den und es ist herrlich. Also da brauche ich überhaupt kein Fleisch drin, das reicht so wie es ist. Es sättigt, es ist lecker und was will man mehr? Ne? Ja, das sind also so die Sachen, die ich hier für mich verwende. Ne? Ich möchte mich jetzt nicht allzu lange verquatschen, aber wenn es ums historische Kochen geht, da könnte ich ewig reden. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mal, wie gesagt, diese Frage kam halt öfters mal. Ich hoffe, dass einige Fragen beantwortet werden konnten. Denn, jetzt habt ihr sozusagen mal so einen kleinen Einblick, ne, was für Lektüre ich verwende, damit ich halt sozusagen für euch jede Woche ein schönes Video machen kann. Und
Ja, ich hoffe, dass euch auf jeden Fall dieses Video soweit gefallen hat und auch informativ war. Wie gesagt, ich packe die Links unten in die Beschreibung mit rein. Da könnt ihr gucken, was euch vielleicht gefällt, was ihr vielleicht mal selbst haben wollt. Übrigens im Sommer ganz schlimm, Motorradfahrer. Auch im Herbst immer noch mal der ein oder andere. Ja. Das ist immer so das Schöne bei mir hier, weil hier unten ist eigentlich nur eine Landstraße, aber sie führt halt so schön Schlänge durch den Wald, da fahren die ganzen Motorradfahrer lang. Kann man nichts machen. Ist halt so, muss ich hinnehmen. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video soweit gefallen hat, na, dann könnt ihr gerne einen netten Kommentar da lassen. Das freut mich natürlich mal sehr. Und wie gesagt, schreibt unten auf jeden Fall mal rein, ob ihr auch andere Rezepte, die jetzt sozusagen Non-Food sind, also sprich Kölnisch Wasser, wäre etwas, was ich mal sehr, sehr gerne probieren möchte. Oder auch mal irgendwas was anderes. Wie gesagt, das von Martha Washing, das Buch, das ist einfach genial, was das angeht. Und ja, würde ich auf jeden Fall gerne mal machen. Klar, wenn es um irgendwelche kosmetischen Sachen, da werde ich nicht alles umsetzen können oder ausprobieren können. Man muss natürlich auch immer bedenken, viele Sachen von früher sind heute bedenklich. Na, zum Beispiel, ich hab ja mal den römischen Senf gemacht. Na, ihr erinnert euch vielleicht. Und ich habe noch aus einem anderen Jahrhundert noch ein Senfrezept gehabt, was wesentlich ausgefallener war. Und da musste man sozusagen die Senfkörner in einer Pfanne sozusagen garen, dann da hinein, zu den Senfkörnern, setzte man dann Kohlestücke und dann muss man das Ganze mit Wasser und Salpeter ablöschen. Ja, bin ich ein bisschen blauäugig, ehrlich gesagt, dran hingegangen. Ich habe geguckt, okay, Salpeter, ich wusste, das kriegst du nicht so einfach. Und habe mich dann mal ein bisschen mit der Apothekerin kurz geschlossen und die hat mir dann natürlich ganz klar von Salpeter abgeraten, weil Salpeter heute als krebserregend gilt. Ich wusste, dass es auf jeden Fall bedenklich ist, aber ja, auf eine Apothekerin sollte man in dem Fall, glaube ich, auch hören. das sind also Sachen, wo ich sage, okay, muss nicht sein. Ja. Die eigene Gesundheit muss ich jetzt für den Kanal nicht opfern, denke ich mal. Und das, ja. Und genauso wird es auch bei der Kosmetik, denke ich mal, von der Martha Washington sein. Klar, sie sind alle, haben alle ein etwas höheres Alter erreicht, aber man muss es nicht riskieren. Ne? Ich weiß noch nicht genau, was drin ist. Ich habe noch nicht alle Rezepte da durchgelesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch manchmal so eine Zutat mit dabei ist, die durchaus auch bedenklich sein kann. Ja, also einerseits haben wir manchmal Tiere, die wir nicht mehr essen, dann haben wir manchmal Stoffe in Rezepten, die wir nicht mehr benutzen. Also das sind halt so Sachen, da muss ich Abstriche machen. Und was ich zum Beispiel auch mal übelst gerne machen wollen würde, was aber wirklich extrem alt ist, Küfi. Küfi ist ein Räucherwerk, aus sozusagen rekonstruiert aus römischen... nicht römischen, Quatsch, ägyptischen, also ägyptischen Grablagen. Und das würde ich richtig gerne. Es riecht geil. Ich habe das schon gehabt, das Küfi. Aber ich denke, irgendwo werde ich garantiert ein Küfi-Rezept herkriegen. Ich bin bisher noch nicht auf der Suche gewesen. Aber das kam so in den letzten Tagen. Mensch, das wäre eigentlich auch mal eine geile Sache, das wirklich nachzumachen. Also von daher, das wäre zum Beispiel etwas, wo ich auch sagen würde, das würde ich gerne wirklich mal richtig gerne nachmachen. Und von daher, schreibt unten mal in die Kommentare rein, ob euch das auch gefallen würde. Kann ja sein, dass ich der Einzige bin, den es interessiert. Wenn es euch nicht interessiert und ihr die Videos nicht guckt, dann brauche ich keine Videos machen. Dann mache ich weiter Kochrezepte und mache das einfach für mich. Ne? Weil von daher, ich denke, wir haben alles gesagt. Wie gesagt, ich danke auf jeden Fall für die 1000 Abonnenten, mittlerweile schon über 1020. Das ging jetzt auch in den letzten Tagen wirklich verdammt schnell. Und ja, ich verabschiede mich schon mal. Na, vielen Dank für eure Unterstützung und euren Support. Vielen Dank auch für die PayPal-Spenden, die ab und zu mal reinkommen. Das freut mich immer jedes Mal sehr. Und das geht alles auch auf eine Extrakasse, wo ich dann auch natürlich dann die ganzen, also nicht die ganzen Zutaten, weil dafür reicht es lange noch nicht.
Aber zumindest was ein bisschen so den Geldbeutel schont, sag ich mal. Damit ich halt jede Woche wieder richtig gut kochen kann für euch. Und für mich. Gut, ich konsumiere es ja auch, von daher, ja, ist ja nicht rausgeworfenes Geld. Ja, freut mich auf jeden Fall, wenn ihr bis hierher dabei gewesen seid. Ich verabschiede mich, euer Schlemmergermaner, bis zum nächsten Video. Ciao.